Moin, wir sind die Familie Lührs aus Grabstede aus dem südlichen Landkreis Friesland. Wir bewirtschaften hier an unserem Standort 100 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Davon sind etwa 50 Hektar Dauergrünland und 50 Hektar Ackerland. An diesem Standort lebt unsere Familie in der vierten Generation. Wir haben unseren Betrieb in den letzten Jahrzehnten stets ausgebaut. Dabei lag der Fokus nicht nur auf die Erleichterung der Arbeit, sondern auch stets auf das Tierwohl ausgerichtet. Und zudem sind wir auch noch Ausbildungsbetrieb. Seit 2 Jahren nutzen wir hier im Betrieb ein Herdenmanagementprogramm. Mit Hilfe von Sensoren an der Kuh können wir jederzeit auf Daten zurückgreifen. Wir melken 150 Milchkühe und ziehen die weibliche Nachzucht selber auf. Wir haben eine Herdendurchschnittsleistung von knapp 11.000 Liter und ermöglichen unseren Milchkühen sowie auch unseren Rindern den Weidegang auf unseren saftigen Weiden. Wir versuchen jedes Jahr wieder Top-Grundfutter zu produzieren. Es ist unser Ziel, möglichst viel Milch aus dem Grundfutter zu ermelken. Ich bin Erzieherin und Landwirtin. Neben der Unterstützung auf dem Betrieb arbeite ich am nahegelegenen Waldkindergarten. Von dort aus besuchen wir regelmäßig den Hof und erfahren, wie sich Landwirtschaft anfühlt, riecht, schmeckt, sich anhört und aussieht. Wir haben uns beim Milchlandpreis 2023 beworben, weil wir unseren Betrieb gerne der Öffentlichkeit und den Verbrauchern präsentieren wollen und uns mit Berufskollegen messen möchten.